Hallo und willkommen bei der Albenrevue. Das Album, über das ich heute sprechen möchte, stammt aus dem Jahr 1973 und trägt den Titel No Pussyfooting. Wobei dieser Titel in Klammern stehen muss. Dieses Album markiert den Beginn einer Zusammenarbeit zwischen Brian Eno und dem Gitarristen und King Crimson-Gründer Robert Fripp. Über einen Zeitraum von fast 30 Jahren würden diese beiden Künstler insgesamt 3 Studioalben aufnehmen, die dieser Art von Musik gewidmet sind. Sucht man heute eine Genrebezeichnung für No Pussyfooting, so bietet sich der Ausdruck Proto-Ambient an. Damit meint man, dass es sich um sphärische, experimentelle Musik handelt, die zeitlich vor der Ausformulierung der Ambient-Musik durch Brian Eno in den Liner Notes seines Albums Ambient One – Music for Airports in 1978 liegt. In der Tat beginge man vermutlich einen Fehler, wenn man alles, das einfach nur sphärisch klingt, immer gleich als Ambient bezeichnen würde. Und das passiert heutzutage oft. Gerade Bands, die eigentlich einen chilligen Downtempo-Sound haben, markieren ihre Beiträge oft mit dem Tag Ambient, was in meinen Augen sehr irreführend ist. Ambient besitzt eine eigene, wenn auch schwer definierbare Handschrift. Aber das bedeutet nicht, dass alles, das leise oder langsam ist, demzufolge Ambient ist. No Pussyfooting basiert auf sogenannten Tape-Experimenten oder Tape-Manipulationen. Das ist ein spannendes Thema, das zur selben Zeit auch eine Band wie Pink Floyd interessierte, und man hört die eine oder andere Tape-Manipulation auf Dark Side of the Moon. Dies war eine Zeit, die weit davor entfernt war, digitale Klangaufzeichnungen zu betreiben. Bis dahin sollten fast noch 15 Jahre vergehen. Dennoch gab es damals schon Musiker, die von der Idee fasziniert waren, verschiedene Klangschleifen herzustellen und diese auch zu manipulieren. Eine Methode, angeblich von Terry Riley entwickelt, doch auch Karl-Heinz Stockhausen hatte hier experimentiert, eine Technik, die darauf basiert, 2 Tonbandgeräte miteinander zu verschalten, indem man das Tonband statt auf die Spule, zum Beispiel von einem Gerät, auf das nächste laufen lässt und dann wieder zurück. Hierbei hatte man oft eine begrenzt lange Bandlänge gewählt, die dann oft mit Hilfe von Mikrofonständern, die über das ganze Studio verteilt waren, in einer riesigen Schleife immer im Kreise lief. Da beide Geräte zeitversetzt dasselbe Band abspielten, ließen sich so spannende Experimente betreiben und interessante Delays erschaffen. Man konnte zum Beispiel das erste Gerät auf Aufnahme setzen und dann Gitarre spielen, das zweite Gerät bekam dann zeitversetzt das frisch aufgenommene Material und spielte es ab. Ich verstehe, dass man heute einfach nur im Cubase das passende Plugin aufruft und ein paar Minuten an den Parametern bastelt, doch damals sah das noch alles sehr anders aus. Das Ergebnis dieser Experimente, die Eno und Fripp da betreiben, war ein ganz neuartiger Drone-Sound. Begann man nun, einzelne Mischpultspuren mit den jeweiligen Tape-Loops zu besetzen, fügte sich das Ganze zu einer dichten Proto-Ambient-Klangwelt. No Pussyfooting besteht fast nur aus der Gitarre von Robert Fripp. Er nahm mehrere dieser Klangschleifen auf und Brian Eno griff sie dann auf und begann sie im Studio zu manipulieren. An dieser Stelle muss man natürlich feststellen, dass es kaum jemanden gab, der schon damals derartig den Gitarrenklang manipulieren konnte, wie es Robert Fripp getan hat. Auch das mag heute mit der Fülle an digitalen Effektgeräten und Filtern keine große Sache sein. Heute kann man seine Gitarre wie ein Klavier klingen lassen, wenn man es unbedingt möchte. Doch damals war es schon eine unglaubliche Errungenschaft, aus einer elektrischen Gitarre diese tranceartigen Klangbilder hervorzulocken. Es ist somit nicht verwunderlich, dass diese Art von experimentellem Gitarrenspiel heute nach Robert Fripp benannt ist. Man spricht hier von Frippertronics. Dahinter steckt die Idee, dass ein Musiker sich in Realzeit selbst begleitet, indem alles, das er spielt, sogleich als ein Loop wiederholt wird, während er bereits auf der nächsten Ebene spielt. No Pussyfooting besitzt nur 2 Tracks, auf jeder Seite einen. Die A-Seite trägt den Namen The Heavenly Music Corporation. Robert Fripps Gitarre beginnt hier sehr melodiös und geradezu lieblich, doch in der Mitte steigert sich der Sound durchaus zu einem explosiven Gitarrensolo an, doch genauso versickern diese Klangbilder erneut in einer diffusen Sphäre. Da ist also ein nahtloses Auf und Ab in der Musik und das ist nicht leicht zu erreichen. Dies ist eine sehr riskante Art, Musik aufzunehmen. Nun, vielleicht
nicht mehr heute, doch auf jeden Fall damals mit dieser technischen Methode. Denn jeder Ton musste sitzen und die harmonische Idee unterstützen. Griff man daneben und verspielte sich bei dieser Improvisation, musste das Ganze abgebrochen werden, um von vorne zu beginnen. Es ist extrem reizvoll zu hören, wie Robert Fripp hier den Klang dominiert. Das war absolutes Neuland. Die Vibratos und Glissandos sind beispiellos. Noch grandioser ist die Fähigkeit, derart konstruktiv und klangrein die Rückkopplungen eines Verstärkers einzusetzen. Die B-Seite heißt Swastika Girls, ein provokanter Name, der angeblich dadurch entstand, dass Eno im Tonstudio auf ein Untergrund-Sexmagazin stieß, wo er das Bild einer nackten Frau sah, die den Hitlergruß machte. Swastika Girls basiert auf demselben Produktionsprinzip, nur dass hier Eno einige avantgardistische Klangschleifen mit seinem VSC-3-Synthesizer beiträgt. Am Anfang ist dieser Track deutlich weniger konkret bezüglich eines melodischen Spiels. Hier wird mehr mit Texturen als mit klassischen Melodienoten gearbeitet. Das Stück wirkt ein wenig wie eine Art elektronisches Gamelan. Eno nahm hier auch einige Klavierthemen auf, die in Tape Loops umgewandelt wurden. Das akustische Fundament ist hier wegweisend, denn dies ist exakt der Stil, den nur wenige Jahre später Brian Eno mit seinem Meilenstein-Album Discreet Music prägen würde. Bald schon bahnt sich Fripps Gitarrensolo den Weg. Er spielt hierbei eine recht exotische Tonleiter, die fast etwas Orientalisches hat. Alles in allem ist Swastika Girls etwas weniger sphärisch als die A-Seite und dafür mehr in Richtung Musik konkret oder experimenteller Avantgarde. Zweifelsohne ist das hier eine Meilensteinplatte. Sie hinterließ einen massiven Eindruck auf David Bowie, auf Iggy Pop und viele andere Künstler. Das macht es aber auch deutlich zu einer dieser LPs, die mehr andere Musiker beeinflusst hatte als die eigentlichen Zuhörer. Heute wird No Pussyfooting mit geradezu metareligiösem Respekt verehrt. Doch man darf nicht vergessen, dass solche Platten damals in 1973 alles andere als ein Erfolg waren. Das galt als etwas Exzentrisches am Rande des Geschehens. Hier entstand ein Album, das eindeutig dafür nicht geeignet war, in die Charts zu kommen oder sich zumindest gut zu verkaufen. Doch wer sich damals No Pussyfooting kaufte, betrat eine absolute Terra Incognita. So hatte noch nie jemand vorher eine Gitarre aufgenommen. Vor einigen Jahren brachte Robert Fripp diese remasterte Version auf einer Doppel-CD. Hierbei finden wir das ursprüngliche Material, etwas aufpoliert und remastert, doch vor allem werden hier zusätzlich allerlei Ausschnitte der beiden Stücke neu manipuliert. So finden sich hier Tracks, die das Material stark verlangsamt zeigen, was extrem gut funktioniert. Es gibt auch mehrere Tracks, die rückwärts laufen, was ebenfalls der Musik nicht schadet. Ich vergebe hier 4 Sterne. Ein großartiger Wurf, eine richtungsweisende Idee und ein mutiges Konzept aus einer Zeit, als es Musikern noch möglich war, wirklich progressive Ideen über große Plattenfirmen einem internationalen Publikum zu präsentieren. Das war No Pussyfooting von Fripp and Eno aus dem Jahr 1973.